keuchend und sich am Geländer festhaltend, erklomm der alte Mann die letzte Stufe. Vielleicht sah er heute noch ein wenig älter aus als sonst. Auf jeden Fall wirkte er neben seiner Müdigkeit ungehalten. Der Hofalchemist Lederer ging gut 2 Stufen hinter ihm und beobachtete interessiert sein Vorankommen. Er wusste, Hilfe dürfte man dem alten Sturzenstein nicht anbieten. Am Treppenabsatz wartete Jast, der Knecht und Kammerdiener, mit einem besorgten Blick. Ist alles in Ordnung, Herr? Warum seid ihr nach unten gegangen? Ihr hättet doch... Natürlich ist alles in Ordnung. Man wird auch noch in seinem eigenen Haus nach dem Rechten sehen dürfen. Natürlich, Herr, natürlich. Ist denn alles zu eurer Zufriedenheit? Zufriedenheit? Ha! Alles geht vor die Hunde, Jast. Unser guter Herr Lederer hat immer noch keinen Fortschritt zu verbuchen. Und dann ist er noch dieser Ritter mit seinem Gefolge, der alles noch weiter behindert. Wo ihr ihn gerade erwähnt, der Herr von Elsternberge wird bald zum Frühstück herunterkommen. Der Speisesaal ist bereits vorbereitet. Ja, ja, um ihn werde ich mich dann noch kümmern. Diese Truppe bringt wirklich alles durcheinander. Mit Verlaub, Herr, ich habe sie soeben auf der Balustrade erwischt, wie sie zum Turm hochsteigen wollten. Na, natürlich habe ich das unterbunden. Sie haben was? Haben Sie sie gesehen? Nein, Herr. Ich habe eure Anweisungen genauestens umgesetzt und sie isoliert. Ihr sagtet, ich könnte sie heute sehen. Habt ihr denn die versprochenen Fortschritte vorzuweisen? Nein. Also ist es wohl nicht an euch, Forderungen zu stellen. Sobald das Elixier wirkt, dürft ihr sie sehen. Vorher nicht. Aber wie soll ich weiter experimentieren mit diesem Fremden im Haus? Was ist, wenn sie etwas mitbekommen? Ihr sagtet unten, dass wir abwarten müssen. Wollt ihr das wirklich jetzt und hier mit mir ausdiskutieren, Lederer? Ich halte mein Versprechen. Wenn ihr das eure haltet. Jast, sind die Schwarzpelze sicher außer Sicht untergebracht? Sehr wohl, Herr. Wir haben sie unten im alten Haus untergebracht. Solange sie versorgt werden, sollte das kein Problem sein. Aber es ist sehr schwer, sie dort zu lange festzusetzen. Soll ich die Soldaten zum Schutz der privaten Bereiche einteilen, solange die Gäste da sind? Sie könnten auch dafür sorgen, dass die Orks nicht herauskommen. Ja, macht es. Wir hoffen, dass dieser Elsternberge schnell wieder verschwindet. Was macht der Ritter denn überhaupt hier? Und wie lange bleibt er? Immerhin sollten die Schwarzpelze heute auch wieder auf Beutezug gehen. Aber da sich nun eh alles verzögert, komme ich mit meinem Probanden im Keller schon noch aus. Wie ich's schon sagte, er hat ein verletztes Pferd. Und der Herr von Elsternberge kennt angeblich Dagon. Irgendwas stimmt da nicht mit ihm. Dagon hat nie von einem Elsternberge erzählt, der so jung war. Aber vielleicht ist das nur höfisches Geplinkel, wie ich das hasse. Wenn wir die Heilung des Pferdes beschleunigen, dann würde der Ritter also schneller abreisen und ich könnte wieder an meine Experimente? Sicher. An was denkt ihr? Mit den richtigen Ingredienzien könnte ich einen Heiltrank für das Pferd brauen. Dafür bräuchte ich aber frische Einbeeren und einen Rehhuf. Eine gute Idee. So werden wir unsere unliebsamen Gäste schneller los. Jast! Weise Bladuet und Janis an, nach den fehlenden Zutaten zu suchen und sie schnellstens zu liefern. Jawohl, Herr. Ich werde mich sofort auf den Weg machen. Und vergiss die Soldaten nicht. Gewiss. Es wird immer schlimmer. Kommt schon, Lederer. Bringen wir es hinter uns. Und dann bereitet ihr schnellstens den Heiltrank vor. Und vielleicht lasse ich euch dann heute Abend zu ihr. Und vergesst nicht. Kein Wort zu unseren Gästen über unsere Übereinkunft. Sonst seht ihr sie nie wieder. Am besten sagt ihr gar nichts ohne Aufforderung. Sehr wohl, Herr von Sturzenstein. Na dann, kommt!
Als Leowin von Elsternberge und Melinka den Speisesaal betraten, saß der Herr von Sturzenstein schon über seinen üppig gefüllten Teller gebeugt, am Kopf der langen Tafel. Zu seiner Linken saß der stämmige Mann Lederer mit kunstvoll geschorenem Bart. Seine strähnigen Haare wurden von einem einfachen Lederband aus dem Gesicht gehalten. Seine braunen Augen schienen sie aus den eingesunkenen Höhlen anzuleuchten, als würde ihnen ein stumpfer Glanz innewohnen. Auch wenn er mit dem Burgherrn am Tisch saß, wirkte er, als wäre er gar nicht wirklich anwesend. Ah, mein Herr von Elsternberge und Fräulein von Goldbach, wie schön, dass Sie uns Gesellschaft leisten. Die Freude ist ganz unsererseits. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, nimm Platz. Habt ihr gut genächtigt? Die Nächte hier draußen sind rauer als die in Gareth, fürchte ich. Nie schlief ich in einem Bett, das weicher war. Ich übergroße Ehre, Fräulein von Goldbach, wenn sie mir auch etwas zu viel erscheint. Womit sind denn die Betten in eurer Heimat befüllt, dass diese hier euch so in Verzückung versetzen? Meine Verlobte bedient sich häufig blumiger Komplimente. Aber wenn ihr mir eine Frage erlaubt, wer ist euer Begleiter dort zu eurer Linken? Hä? Ach ja, das ist mein alter Bekannter, Freund und Vertrauter, Haranon Lederer, seines Zeichens Alchemist. Alchemist und Meister der gesindegefälligen Künste der Materie. Wie auch immer. Ein Meister der Alchemie, welch eine Ehre. Ich habe bereits viele wundersame Geschichten über die Mitglieder eurer Zunft gehört. Selbst Dagol wusste die ein oder andere Geschichte zu berichten. Ach, wusste er das? Selbstverständlich. Nun, die Front treibt wohl die verborgensten Geschichten zutage. Was ihr nicht sagt. Aber mein Leowin hat mir ganz fantastische Geschichten von eurem Verwandten erzählt. Seit gestern Abend schwelgt er richtig in Erinnerungen an diesen edlen Mann. Geschichten, ja. Aber wir wollen den Herrn von Sturzenstein doch nicht mit alten Geschichten belästigen, die er gewiss alle kennt. Ach nein. Lass uns doch gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Was pflegte mein Verwandter denn so zu erzählen an der Front? Die ein oder andere Geschichte. Ich muss gestehen, dass ich mich nicht an viele Details erinnere. Die Kämpfe überschatten manch schöne Stunde. Aber ich kann mich erinnern, dass es wohl um die eine oder andere Jagd gegangen sein muss. Die Jagd? Dann müssen es wirklich alte Geschichten gewesen sein. Er schien mir nie viel für die Jagd übrig zu haben. Vielleicht ging es ja nicht nur um die Jagd nach dem Wilde. Aber ich erinnere mich wirklich nicht mehr so genau, verzeiht. Wie ihr meint. Wenn mir die Frage gestattet ist, als wir gestern hier eintrafen, hörten wir einen wirklich reizenden Gesang einer jungen Dame. Hoch und klar und wunderschön, wenn auch vielleicht etwas betrübt. Wem gehört diese zauberhafte Stimme? Ein Gesang? Nie gehört. Seid ihr sicher? Man konnte ihn ganz deutlich auf dem Burghof vernehmen. Hier wird nicht gesungen. Mein Gesinde arbeitet hart und hat keine Zeit für derlei Kunstfertigkeiten. Ihr werdet euch wohl geirrt haben, mein Fräulein. Aber ich bin mir ganz sicher, dass... Vielleicht war es eine der Mägde. Was weiß denn ich? Aber ich werde Jas darauf ansetzen. Wenn hier jemand bei der Arbeit trödelt, werde ich das nicht dulden. Lass es gut sein, meine Liebe. Ich finde es höchst verwunderlich, dass ihr euch so gegen etwas Gesang wehrt. Vor allem, weil ihr ihn zuerst nicht gehört haben wollt. Was ist denn gegen ein bisschen Musik einzuwenden? Zählt sie doch zu den schöneren Künsten dieser Welt. In meiner Familie wird Musik und Gesang hochgehalten. Selbst das ein oder andere Lied haben wir geschrieben. Melinka. Ein feuriges Frauenzimmer habt ihr euch da eingefangen, mein guter Herr von Elsternberge. Richtig wild erscheint sie einem ja. Aber gut, mein Fräulein, dass Musik in eurem Haus so hochgehalten wird, war mir nicht bewusst.
Wie heißt denn euer bekanntester Komponist und wie sein bekanntestes Meisterwerk? Vielleicht habe ich es ja doch schon mal gehört. Also, ich, nun... Verzeiht meiner Verlobten bitte, wenn es um ihre Leidenschaft geht, vergisst sie gerne mal ihre gute Erziehung. Wir wollen nicht mehr über das Thema sprechen, da es euch nicht zu behagen scheint. Leowin warf Melinka einen warnenden Blick zu. Diese hatte beschämt den Kopf gesenkt und die Hände vor den Mund geschlagen. Der Alchemist beobachtete leicht ungläubig den Schlagabtausch, der sich gerade vor seinen Augen ereignet hatte. Sturzensteins Blick schien sich förmlich in Melinkas Stirn zu brennen. Leowin überlegte bereits fieberhaft, wie er das Gespräch auf ein unverfängliches Thema lenken könnte, als der Hausherr einen schweren theatralischen Seufzer ausstieß und aus seinem Stuhl aufstand. Humpelnd kam er um den Tisch herum und blieb neben dem Stuhl von Melinka stehen. Verzeiht mir, mein Fräulein. Ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, weibliche Gesellschaft um mich zu haben. Seit meine Frau nicht mehr bei mir ist, ist mir wohl auch mein Feingefühl für den freundlichen Austausch abhanden gekommen. Ich bitte um Verzeihung. Sturzenstein ergriff eine von Melinkas Händen und zog sie zu sich heran, um ihr einen Handkuss aufzudrücken. Dass die junge Frau erschauderte, schien er dabei nicht zu bemerken. Plötzlich hielt er inne und drehte Melinkas Hand ins Licht, so dass die Morgensonne sich auf dem goldenen Siegelring widerspiegelte. Melinka spürte, wie ihre Kehle trocken wurde. Leowins Gesicht gefror für einen Moment zu Eis, und nun waren es seine Augen, die sich auf Melinka hefteten. »Was für ein wundervoller Ring!« Und er trägt euer Wappen, wie ich sehe, Herr von Elsternberge. Ein wahrlich großes Geschenk, um eure Zuneigung zu zeigen. Ja, es ist ein für mich sehr bedeutender Ring, der schon lange in meinem persönlichen Besitz verweilte. Es gibt nichts, was passender oder angemessener wäre für die Dame meines Herzens. Nun, das will ich meinen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, meine Liebe. Aber nun wollen wir zu Ende frühstücken. Ich fürchte, meine Aufgaben erlauben mir keine weitere Kurzweil. Dafür haben wir das größte Verständnis. Herr Lederer, haben Sie vielleicht nach dem Frühstück ein wenig Zeit für mich? Ich muss zugeben, dass mich Ihre Kunst schon immer fasziniert hat und ich die ein oder andere Interessensfrage hätte. Nun, ich fürchte, meine Arbeit lässt dies nicht zu. Herr Lederer ist ein sehr beschäftigter Mann, der wichtigen Aufgaben für mich nachgeht. Sie interessieren sich auch für die Alchemie? Das kann man so sagen. Herr Lederer und ich teilen einfach dieselben Interessen, weshalb ich seine Arbeit finanziell fördere. Überaus großzügig von Ihnen. Welches Gebiet beforschen Sie denn, Meister Lederer? Beschaffenheit und Eigenschaften von Materie. Ich fürchte, ich verstehe nicht recht. Die Alchemie beschäftigt sich immer mit der Veränderung von Materie. Genau das wäre wohl zu kompliziert. Das wäre es wohl. Aber Herr Lederer wird seine Forschung fürs Erste ruhen lassen, da ich ihm aufgetragen habe, einen Trank herzustellen, der die Heilung eures Pferdes beschleunigt. Wie ihr mir mitteilt, steht ihr kurz vor dem Travierbund und dieses Missgeschick verzögert eure Reise bereits viel zu lange. Oh, das ist nun wirklich überaus großzügig von euch, aber ein alchemistischer Trank ist eine kostspielige Sache. Betrachtet es einfach als verfrühtes Hochzeitsgeschenk. Nun muss ich mich aber wirklich meinen Aufgaben widmen. Und Herr Lederer muss alles für den Trank vorbereiten. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Lederer, kommen Sie! Währenddessen standen Aurea und Ektor vor einer der Hütten des kleinen Dorfes.
das man rund um den Burgfried gebaut hatte. Sie stand etwas abseits, und je näher die beiden der leicht windschiefen Hütte kamen, desto eher konnten sie verstehen, warum. Felle hingen auf großen Gestellen aufgehängt vor der Hütte, und aus einem steinernen Kamin quoll langsamer und dichter Rauch in die Luft, der sich danach schnell über die Palisade Richtung Wald verflüchtigte. Es stank widerwärtig. Zunächst hatte man das gar nicht so wahrgenommen, aber nun hing der schwere Geruch in der Luft. Beißend suchte sich der Gestank seinen Weg in die Nasen des Novizen und der Zwergin. Was für ein Gestank. Ekelhaft. Als ob man die Pforte zu Niederbaum gestoßen hätte. Na nun, stell dich mal nicht so an. Du kannst den Kragen deines Gewandes über die Nase ziehen. Dann ist es nicht mehr so schlimm. Was? Nicht so schlimm? Also, wenn ich wetten müsste, dann wohnen hier die Orks. Ach Quatsch. Alrik hat gesagt, hier wohnen die Jäger. Und die Fälle hier legen das auch nahe. Vielleicht sind die Jäger ja die Schwarzpelze? Ja, und gleich kommen sie heraus und fressen dich. Kleine Novizen der Travia mögen sie am liebsten. Darüber macht man keine Witze. Schon gut. Ich kenne den Geruch. Den gab's in Erlenruh auch. Bei Firunia, der Gerberin. Ich habe oft Fälle zu ihr gebracht. Sie behandelt sie mit speziellen Tinkturen und so, damit sie haltbar werden und verarbeitet werden können. Sie hat mir das mal gezeigt. Die riechen so streng. In Erlenruh ist das nur nie aufgefallen, weil Firunia am Fluss wohnte. Ah, ja. Firunia. Oh, an die kann ich mich erinnern. Ja, die roch immer sehr unangenehm bei den Festen und beim Traviersdienst. Hab mich nie gefragt, wieso. Wirklich nicht? Ich hab sie eigentlich nur deswegen gemieden. Peinlich. Oh je, oh Mann, oh ja. Jetzt fühle ich mich echt schlecht. Wenn wir wieder zurück sind, kannst du dich ja bei ihr entschuldigen. Manchmal scheinen die Leute anders zu sein, als man es sich denkt. Ein sehr weiser Satz. Könnte glatt von Patras stammen. Er will. Er ist von Patras. So, nun wollen wir mal klopfen und schauen, was wir in Erfahrung bringen können. Wer ist da? Travia zum Gruße. Mein Name ist Ektor Tannhaus. Wir sind Gäste hier und haben ein paar Fragen. Fragen? Oh, ein Jünger der Herren des Herdfeuers. Kommt rein, ihr und eure Tochter. Verzeiht, ihr seid ja vom kleinen Volk. Aurea Pottbrauer. Knappin und ambitionierte Jägerin. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Oh, mich auch. Kommt herein. Kann ich euch etwas anbieten? Einen Krug Wasser, wenn ihr welchen habt. Ja, natürlich. Wartet, ich werde die Krüge eben sauber machen. Ich habe keinen Besuch erwartet, wisst ihr? Mein Mann ist gerade im Wald unterwegs, die Fahnen kontrollieren. Was jagt ihr denn hier so? Sicher auch viel für den Burgherrn, oder? Ja, schon. Dies und das. Meist kleines Wild. Aber auch mal einen Bären, wenn er die Umgebung unsicher macht oder der Herr einen neuen Pelz braucht. Der Pelz draußen ist von einem Borkenbär, oder? Oha, richtig. Ihr habt ein Auge für sowas. Wie ich schon sagte, ich bin selbst Jägerin. So ein bisschen. Ich habe noch nie einen vom kleinen Volk auf der Jagd gesehen. Faszinierend. Nun, was meint ihr, woher das Fleisch für die zwergischen Koscher-Knackwürstchen sonst herkommt? Ha, ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Womit kann ich euch denn helfen, ihr zwei? Also, wir wollten ein wenig über die Gepflogenheiten und die Gegend hier erfahren. Plant ihr zu bleiben? Jas meinte gestern, ihr wärt Gefolge von einem Ritter. Nein, nein, wir werden nicht bleiben. Aber unser Pferd ist verletzt und so lange sind wir hier quasi gestrandet. Also machen wir das Beste daraus. Und da ich schon lange nicht mehr auf der Jagd war, dachte ich, das macht mir Freude, also fragst du mal nach. Und vielleicht können wir als Gäste der Burg, uns im Sinne Travias auch nützlich machen. Aurea ist immerhin auch eine ausgezeichnete Jägerin. Ah,
Ihr wollt also mal mitkommen? Naja, ein wenig Hilfe könnten wir sicher gebrauchen. In letzter Zeit braucht der Burgherr sehr viel Wild und ich musste mich um das Bärenfell kümmern und falle deswegen aus. Balduert allein schafft nicht so viel. Ha, bei Firun. Je länger ich nachdenke, umso willkommener seid ihr zwei mir. Wenn die Frau Pottbrauer wirklich so gut jagen kann, wie ihr sagt, Bruder Hector. Oh, das kann sie. Aber sagt, warum braucht der Burgherr so viel Wild? Naja, also, ich weiß nicht, ob ich das alles so ausplaudern darf, also... Einem Jünger der Travia kann man alles sagen. Wem denn sonst? Also, Wer ist da? Jast hier. Mach auf, Janis. Ich komme mit einem Anliegen des Herrn. Oh, natürlich. Kommt herein. Oh, du hast Besuch. Travia zum Gruße, Bruder Jast. Euch auch. Also, Janis, wir brauchen etwas aus dem Wald. Ganz dringend. Es geht um die Gäste. Das heißt, es trifft sich ganz hervorragend, dass ihr zwei gerade hier seid. Es geht um uns? Ist etwas passiert? Nein, nein. Die hohen Herren haben sich beim Frühstück beraten und der Herr von Sturzenstein hat seinen Alchemisten angewiesen, einen Heiltrank für das Pferd zu brauen, damit ihr schnell zurück auf euren Weg zum Gareter Hof kommt. Das dürfte ja in eurem Sinne sein, oder? Einen Heiltrank? Oh, kann der Hofalchemist denn sowas? Ja, sicher, sicher. Es war seine Idee. Was wird denn gebraucht? Der Herr Lederer verlangt nach frischen Einbeeren und einem Huf von einem Reh. Ein Rehhuf. Wir müssten noch Hufe übrig haben von der letzten Schlachtung. Also müssen wir dafür schon mal nichts machen. Aber Einbeeren, das wird schwierig um diese Jahreszeit. Könnt ihr die Ingredienzien liefern oder nicht? Ich glaube, ich weiß eine Stelle, wo ich noch welche finden könnte. Ich helfe euch beim Suchen, wenn ihr erlaubt. Immerhin geht es um unser Pferd. Gern. Jast, wir machen uns auf den Weg. Sagt dem Herrn Lederer, falls wir welche finden, hat er sie noch bevor Preyos Antlitz versinkt. Aber versprechen kann ich nichts. Na, dann kommt Frau Pottbrauer. Und ihr, Bruder Hector? Ich komme auch mit. Vielleicht kann ich mir noch was von euch abschauen und was dazulernen. Bringt die Beeren und den Huf dann zum Labor und legt sie dort in den Korb vor der Tür. Nicht hineingehen. Ihr wisst, wie scheu der Herr Lederer ist. Klar. Na, dann kommt ihr zwei. Je schneller wir uns auf den Weg machen, umso schneller sind wir fertig. Und so machten sich Aurea und Hector gemeinsam mit Janis, dem Jäger, auf den Weg. Währenddessen hatte Vanya in der Burg die Gunst der Stunde genutzt und war in einem unbeobachteten Moment in das Alchemistenlabor geschlichen. Der bekannte schweflige Geruch stieg ihr in die Nase. Das Labor war groß, größer als Vanya es sich vorgestellt hatte. Zwei große Stützpfeiler in der Mitte des Raums hielten die hohe Decke. Innerlich hatte sie Folterapparaturen mit darauf gebundenen Kindern, grässlich verunstaltete dämonische Tiere oder sonstige Scheußlichkeiten erwartet. Doch alles, was sie auf den ersten Blick erkennen konnte, waren mit allerlei Büchern, getrockneten Kräutern, etlichen Fläschchen und Krügen und sonstigem Tand vollgefüllte Regale und Schränke an den Wänden. Und Käfige, zahlreiche, unterschiedlich große Käfige mit Tieren darin. Diese konnte Vanya im Halbdunkel nicht richtig erkennen. Einige standen an den Wänden, andere hingen an dicken Ketten und Seilen an der Decke. Vanya atmete einmal tief durch und bemerkte merkwürdigerweise als letztes die zwei Tische in der Mitte des Raumes. Einer davon war zwar sehr groß, aber völlig leer. Den anderen zierte neben einigen kleinen Büchern eine merkwürdige Apparatur. Ein Geflecht aus Flaschen, Tiegeln und Schläuchen. Darin
merkwürdig schimmernde und blubbernde Flüssigkeiten. Auf einem großen Schreibpult neben den Tischen lagen zahlreiche Pergamente und ein dickes, aufgeschlagenes Buch. Langsam trat Vanya einige Schritte ins Halbdunkel des Raums. Das einzige Licht hier kam von den dünnen Schießscharten an den Wänden. Die etlichen im Raum verteilten Kerzen und Kandelaber an der Decke waren gelöscht. Vanya musste einen Moment nicht, was sie sich zuerst anschauen sollte. Nach einem weiteren Schritt auf die zwei Tische in der Mitte zu, fuhr das dünne Mädchen innerlich zusammen, als eine Stimme zu vernehmen war. Nimm das, du Schurke! Frisch das! Oh, ich, also... Oh, oh, puh. Oh, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Wer bist du denn? Nimm das, du Schurke! Frisch das! Was bist du denn für ein Vogel, hm? So einen wie dich habe ich ja noch nie gesehen. Warte mal. Doch, in einem der Bücher von Großmutter. Du kommst aus dem Süden, oder? Deine Federn sind so schön bunt. Frischstein! Und reden kannst du auch. Faszinierend. Vögel, die sprechen können. Großmutter hat davon erzählt, aber ich habe es immer für ein Märchen gehalten. Sie sagte immer, wenn man den Vögeln genau zuhört, dann versteht man sie auch. Und jetzt sprichst du zu mir. Naja, auch wenn deine Worte keinen Sinn ergeben. Ich glaube, du schätzt mich falsch ein. Aber jetzt sei leise. Du verrätst mich noch. Schurke! Schurke! Psst! Sei still! Schurke! Nimm das! Eilig blickte Vanya umher und entdeckte eine kleine fleckige Decke auf dem Boden. Mit Schwung warf sie sie über den Käfig, der sofort zu schlingern begann. Der bunte Vogel darin zeterte und begann zu flattern, doch als der Käfig auspendelte, wurde er ruhig. Na also, tut mir leid, kleiner Freund, aber ich habe eh nicht viel Zeit. Mal sehen, was wir hier so haben. Zwei große Tische. Aber dieser hier ist merkwürdig. Hier hat jemand Schlaufen durch das Holz getrieben. Es sieht so aus, als ob man hier jemanden festschnallen könnte. Also doch ein Folterkeller. Brr. Was ist das hier drüben auf dem Pult? Pergamente, Tinte und Federkiele. Irgendwo muss dieser komische Alchemist doch Aufzeichnungen haben, was er hier so tut. Ah, hier. Bücher. Scheinen Lehrbücher zu sein oder so. Satinavs Zahn. Von der Unerbittlichkeit des Alterns von Holgram Hesindor. Das hier? Scheint ein hesindegefälliger Aufsatz über die Altersweisheit zu sein. Von der Ehrwürdigkeit und Weisheit, die dem Alter entspringt und der Menschheit zu Diensten ist. Von Hesindia Flussquell. Merkwürdiges Forschungsgebiet. Mal schauen, was hier in der Schublade noch so ist. Ah, noch mehr Bücher. Oh, Markierung. Prima. Oha. Vom Geschrate und den langen Ohren. Ohne Autor. Warum Elfen und Zwerge länger leben? Interessant. Aurea wird uns also um viele Jahre überleben. Wie schrecklich. Oh, und das hier ist ein altes Buch. Und sie seien geschöpft aus dem A? Auch ohne Autor. Mal sehen. Ah! Auch hier sind einige Stellen markiert. Eklig. Was ist das für ein Unsinn? Menschen, die aus Eiern schlüpfen, die ihre Mütter gelegt haben? Sowas gibt es doch gar nicht. Und diese Menschen sollen dann sehr alt werden. Klingt nach einem Märchen, das Ektor erzählen könnte. Menschen aus von Travia gelegten Eiern. Und das letzte Buch? Die sechs Körperflüssigkeiten von Dairan Feldor. Oder Felidor?
Darian Felidor? Keine Ahnung. Uff. Das ist aber ganz schön komisch geschrieben. Aha. Jedes Wesen hat 6 Flüssigkeiten im Körper. Blut, Tränen, Speichel, Urin, gelbe und schwarze Galle. Ob ich sowas auch in Gareth lerne, wenn ich einmal meine Lehre begonnen habe? Uff. Ah, hier ordnet der Autor diese Flüssigkeiten den 6 Elementen zu. Faszinierend. Was ist das? So ist es möglich, durch bestimmte Flüssigkeiten Krankheiten zu heilen und Gebrechen zu lindern. Speichel soll gegen das Altwerden helfen? Widerlich! Uah. Oh je. Die ganze Seite hat der Alchemist hier noch mit Sachen angestrichen und dazu geschrieben, aber ich kann bei Sinnesweisheit nichts lesen. Schade. Was für eine Sauklaue. Huch! Was ist das denn hier? Zwischen den Seiten? Ein Notizzettel. Oh, wieder diese grässliche Handschrift. Objekt 21 wegen Fahrlässigkeit des Personals entlaufen. Entzog sich der Verfolgung durch Sprung in den Fluss. Vermutlich ertrunken. Brynwen. Ich wusste es. Das ist der Beweis. Dieser Mann experimentiert zum Thema Altern und scheint nach den Erzählungen von Brynwen Kinder auch künstlich altern zu lassen. Was für ein Götterfrevel. Ich nehme die Notiz mal als Beweis für Leowin mit. Mal schauen, was auf diesem Apparaturtisch hier noch ist. Mehrere Fläschchen mit Etiketten. Wie praktisch. Schwefel, Teer, Asche. Eine alte Eiche. Aha, eine Jungfrau. Schneemenschenfell. Was bei den Niederhellen und... Was ist das? Gemahlene Rattenschädel? Sind Ratten nicht die Tiere von... In diesem Moment schwang die Tür auf und 2 gerüstete Gestalten traten in das Labor. Vanya duckte sich instinktiv unter den Labortisch. Hast du nicht auch das komische Vogelvieh gehört? Ja, da war was. Was ist hier los? Da! Da hinten unter dem Tisch! Komm raus, wir haben nicht gesehen. Oh nein, Mist! Nein, nein, nein! Oh, Fex, steh mir bei! Sie dürfen mich nicht finden! Nicht jetzt! Vanya begann zu zittern. Sie verkroch sich tiefer unter dem Tisch. Die Angst traf sie hart wie ein Vorschlaghammer. Ihre Unterlippe begann zu beben. Eine Träne suchte sich ihren Weg über die Wange. Panisch verbarg sie ihr Gesicht in den Händen und versuchte verzweifelt, einen ruhigen Gedanken zu fassen. Aber ihr Herz trommelte in ihren Ohren. War es das jetzt? Sie war entdeckt worden. Die schweren Schritte der beiden Männer kamen näher. Verzweifelt blickte sie sich um. Die Männer umrundeten sie und schnitten ihr den Fluchtweg zurück ab. Alles war aus. Nur weil sie zu neugierig gewesen war und zu lange hier verweilt hatte. Sie verfluchte sich selbst und spürte die Panik und Verzweiflung, die sich in ihr Bahn brach, als sich einer der Männer unter den Tisch zu beugen begann. Ein leichtes Kribbeln zog sich über Vanyas Haut und ihre Haare richteten sich zu einer Gänsehaut auf. Sie zitterte am ganzen Körper. Ihr Kopf sagte flieh, doch ihre Beine wollten nicht gehorchen. Die Erinnerungen an die Piraten schossen ihr in den Geist hoch. Irgendetwas lähmte sie. Na schau mal einer an. Hier ist wohl ein Ausreißer, was? Wer ist das? Einer von den Gästen? Haben die hier rumgeschnüffelt? Nein, das ist eins von den Balgen aus dem Keller. Einer der Jungs.
Der Fette. Ah, das Pummelchen. Dem hätte ich eine Flucht gar nicht zugetraut, aber schon wieder einer, der entkommt. Mann, das hätte auch schief gehen können, wenn die Fremden das mitbekommen hätten. Ja, wir sollten mal ein ernstes Wörtchen mit Wachführerin Ingra reden. Wenn der Dickwanz hier schon entkommen kann mit seinen Pummelbeinchen, dann haben wir da unten ein echtes Problem. Ich hab sie ja schon immer für unfähig gehalten. Na komm schon, Pummelchen, wir gehen wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Ich denke, durch deinen Ausflug hast du dich freiwillig für die Abendexperimente von meinem Lederer gemeldet, Kindchen. Mit einem eisernen und rohen Griff zog der Mann Vanya unter dem Tisch hervor, packte sie wie in einem Schraubstock und schob sie vor sich her. Er schien sie für einen fettleibigen Jungen zu halten? Vanya konnte sich nicht rühren, selbst wenn sie es gewollt hätte. Einerseits war der Griff des Mannes gekonnt hart, zum anderen schien ihr ihre eigenen Glieder nicht zu gehorchen. Worte brachte sie erst recht nicht über die Lippen. Das Kribbeln im Körper brandete hoch und Vanyas Gedanken rasten. Warum hielten sie die für einen Jungen? Und wohin brachten sie sie jetzt? War das das Ende? Zur gleichen Zeit hatte Jannis im Wald ein strammeres Tempo angeschlagen. Ganz so, als ob es besser wäre, den Wünschen des Herrn von Sturzenstein umgehend nachzukommen. Aurea beobachtete ihn aus dem Augenwinkel, während sie versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Oder hatte er es vielmehr eilig, das Dorf hinter sich zu lassen? Sie mochte sich täuschen, aber sie hatte das Gefühl, dass er der baufälligen Hütte, die laut Eirik leer stand, heimlich Blicke zugeworfen hatte. Erst als sie etwa eine halbe Stunde unterwegs waren und die Gebäude schon längst aus ihrem Blickfeld verschwunden waren, drosselte Jannis sein Tempo und seine ganze Haltung schien sich zu entspannen. Er wandte sich zu Aurea und Ektor um und sah, dass die beiden vor Anstrengung ein wenig außer Atem waren. Oh, verzeiht. Ich habe ganz vergessen, dass eure Schrittlänge kürzer ist als die meine, Fräulein Pottbrauer. Und ihr, Bruder Ektor, ihr seid kein Wandersmann, wie mir scheint. Seht ihr die kleine Lichtung da drüben? Dort gibt es eine Quelle, an der wir etwas trinken und uns einen Moment ausruhen können. Es ist ein ausgezeichneter Einfall. Sagt mal, Jannis, vorhin im Dorf wolltet ihr uns noch sagen, warum der Herr so viel Wild braucht. Das ist wirklich ungewöhnlich. Also, ja, na gut. Ihr habt das nicht von mir. Also, ist mir auch irgendwie peinlich. Aber seit ein paar Monaten haben wir Gäste auf der Burg. Und damit meine ich nicht solche, wie ihr es seid. Irgendwann sind Orks aufgetaucht und haben ihre Dienste dem Herren von Sturzenstein angeboten. Wir dachten schon, er lässt sie bestimmt von den Soldaten, die er kurz zuvor angeheuert hatte, verjagen. Aber mitnichten. Er hat sie zusätzlich in den Dienst genommen. Als wären sie ganz normale Leute. Baldred meinte, das würde doch nur zeigen, wie großherzig unser Herr ist. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich bin froh, dass wir mit ihnen nicht viel zu tun haben. Der Herr von Sturzenstein hat Schwarzpelz in seinen Diensten? Warum hat er das nicht erwähnt? Weiß ich nicht. Er hat die Anweisung gegeben, dass niemand über die Schwarzpelze sprechen darf. Und solange ihr auf der Burg seid, sollen sie sich verstecken. Naja, durchfüttern müssen wir sie trotzdem, deswegen das ganze Wild. Das ist ein mehr als fragwürdiges Verhalten. Das hätte ich von einem Adligen nicht erwartet. Ich auch nicht. Aber der Herr wird schon wissen, was er tut. So. Kommt ihr, Fräulein Pottbrauer? Es ist nicht mehr weit. Gerne doch. Es wird kein Fehler sein, sich ausruhen zu können. Und Jannis, Aurea reicht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich eine solche Wanderung unternehme, dann hätte ich ein anderes Gewand angezogen. Puh, es ist wärmer, als ich gedacht habe. Hier, unter der großen Kiefer, ist der Boden von Nadeln bedeckt und man kann sich gut setzen. Balduet und ich machen hier regelmäßig Rast, wenn wir zur Jagd aufbrechen oder zurückkehren. Er ist ein friedlicher Ort. Hier habe ich um seine Hand angehalten. Das ist wahrlich ein besonderer Ort.
Erinnert mich ein wenig an den Weiher im Wald bei uns zu Hause. Was meinst du, Aurea? Jetzt, wo du es sagst? Ja, die Stimmung hier ist ähnlich. Früher sind wir oft alle zusammen dort gesessen und haben flache Kiesel über das Wasser springen lassen. Das klingt ein wenig so, als wärt ihr zusammen aufgewachsen. Nicht so wirklich. Wir kommen aus benachbarten Dörfern und dieser Weiher ist ein beliebter Treffpunkt bei den Kindern aus der Gegend. Sagt ihr Jast nicht, ihr wärt aus Gareth? Wir reisen nach Gareth, genau, ja, ich glaube, wir können weiter. Wir wollen die Geduld des Herrn Alchemisten ja nicht über Gebühr strapazieren, nicht wahr? Er scheint ja viel beschäftigt zu sein. Oh ja, das ist er. Und immer wieder müssen wir für ihn springen und Dinge besorgen, die er für seine Tränke und Tinkturen benötigt. Dann kommt, wir müssen dort entlang. Wenn wir überhaupt noch einen Bären finden können, dann am ehesten in der Senke da bei den Felsen. Welche Felsen? Halt! Nein, ihr meint doch nicht etwa diese da ganz hinten? Doch, genau diese meine ich. Und wenn wir bis Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein wollen, dann sollten wir zügig machen. Hector fügte sich Travia ergeben in sein Schicksal und folgte Jannis und Aurea, die sich angeregt über das hier ansässige Wild und verschiedene Typen von Fallen unterhielten. Immerhin konnte er immer wieder kurz verschnaufen, wenn Jannis ihnen verschiedene Pflanzen zeigte und deren Verwendungszweck erklärte, oder sich ein paar Schritte entfernte, um an verschiedenen möglichen Stellen nachzusehen, ob die Sträucher dort noch Einbeeren trugen. Schließlich erreichten sie die abgelegene Stelle. Eine kleine Talsenke, die wegen einiger umgestürzter Bäume fast völlig unpassierbar war. Hier wachsen die Einbeeren? Das ist der letzte Ort, wo ich oder jemand anders nachschauen würde. Es ist schwer heranzukommen. Da, unter den umgestürzten Bäumen, kann man ihn durchkriechen. Ich war schon lange nicht mehr hier. Aber die anderen Stellen haben wir wohl oder übel schon leer gepflückt. Da durchkriechen? Und wo kommt man dann hin? Nein, die Senke hinunter, oder? Ich glaube, Hector und ich werden die Zeit nutzen, um noch eine Pause zu machen und zu verschnaufen. Schließlich gibt es ja auch noch einen Rückweg. Als Hector und Aurea am Rand der Senke, nachdem Jannis in diese allein hinabgekrochen war, umherschlenderten, fing Aurea auf einmal an zu schnuppern und kurz darauf angewidert das Gesicht zu verziehen. Was ist, Aurea? Was riechst du? Hast du was gefunden? Nimmst du es nicht wahr? Dieser süßliche Geruch. In diese Richtung wird er stärker. Jetzt, wo du es sagst? Ja, da ist etwas. Irgendwie kommt mir das vertraut vor. Das ist Verwesungsgeruch. Es kommt eindeutig von dort drüben. So intensiv wie der Geruch ist, muss er von einem großen Tier stammen. Komm mit, das sehen wir uns an. Aurea, bleib hier. Sollen wir denn nicht auf Jannis warten? Ach wo, wir sind ja nicht weit weg und kommen ja auch gleich wieder zurück. Außerdem dürfte es für einen so geübten Jäger wie ihn kein Problem darstellen, deiner Spur zu folgen. Los jetzt! Willst du etwas sagen, dass ich ein Trampel bin? Hey, jetzt warte doch auf mich! Wie ein Jagdhund, der eine Fährte aufgenommen hatte, verfolgte Aurea den Geruch, der mit jedem Schritt stärker wurde und in Hector langsam aber sicher einen gewissen Würgereiz auslöste. Trotzdem folgte er der Zwergin so gut er konnte. Gerade als er sich unter einem tief hängenden Ast hindurchduckte, prallte er auf Aurea, die mit einem Mal wie angewurzelt hier im Gebüsch stehen geblieben war. Aurea, warum bleibst du denn einfach so stehen? Was ist denn los? Oh, gnädiger Herr Boron. Nein. Das darf nicht wahr sein. Aurea? Aurea? Du bist ja Kalkweiß. Was ist denn da? Lass mich doch mal sehen. Aus dem Weg, Hector. Lass mich durch. Ich muss hier weg. Lass mich vorbei, Hector! Aurea? Bruder Hector? Ist alles in Ordnung mit euch?
Ihr wart nicht mehr dort, wo ich euch zurückgelassen habe. Und dann habe ich euch rufen gehört, Aurea. Ich bin auf etwas gestoßen. Etwas Schreckliches. Nun red doch schon, Aurea. Was hast du gesehen? Sie zittert ja. Hat sie etwas erschreckt? Ich weiß es nicht. Sie ist dem Verwesungsgeruch gefolgt. Dann ist sie auf einmal stehen geblieben. Hat auf dem Absatz kehrt gemacht und mich schon fast angeschrien, dass ich aus dem Weg gehen soll. Aurea, bitte. Was hast du dort gesehen? Da hinten, hinter dem Gebüsch und den Ästen. Eine Hand. Eine Hand, die aus der Erde ragt. Was sagst du da? Eine Hand? Aurea, schau mich an. Bist du dir sicher, dass du eine Hand gesehen hast? Natürlich. Ich bilde mir das nicht ein. Schaut doch selbst. Es war eine Hand. Eine kleine Hand. Aurea gehört nicht zu den Personen, die unter Einbildung leiden. Eher im Gegenteil. Und irgendwo muss dieser fürchterliche Gestank ja herkommen. Nun ja, wie ich euch ja schon erzählt habe, hier gibt es durchaus einige Borkenbären. Und manchmal lassen sie auch größere Teile von der Beute, die sie gerissen haben, liegen. Und dann riecht es eben nach Aas. Ach, so ein Unfug. Aurea wird ja wohl ein gerissenes Tier von einem Menschen unterscheiden können. Ich sehe mir das an. Und ihr bleibt bei Aurea. So habe ich sie noch nie erlebt. Mit einer Entschlossenheit, die Jannis dem stämmigen Travian-Novizen gar nicht zugetraut hätte, erhob sich Ektor aus der Hocke, schubste den Jägersmann beinahe aus dem Weg und ging zielstrebig dorthin, wo Aurea zuvor stehen geblieben war. Er bog einen belaubten Ast beiseite, der in seinem Blickfeld hing, und dann sah er sie. Eine kleine Hand, die aus der aufgewühlten Erde ragte. Die Hand eines Kindes. Ektor spürte, wie wieder Übelkeit in ihm aufstieg, aber er kämpfte dagegen an und schaute sich um. Nicht weit von der Hand entfernt konnte er einen Schopf schlohweißen Haares erkennen. Daneben ein dünnes Knie, nur unvollständig von der Erde bedeckt. So als wäre der Körper, zu dem es gehörte, hastig und ungenügend verscharrt worden. Und da, noch eins. Und noch eins. Er musste den Blick abwenden, zwang sich dann aber noch einmal hinzuschauen. Bei den Niederhöllen, das ist ein Grab. Oh, gütige Herr Dravia, steh uns bei. Ein Mastgrab.